Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Elisabeth die Erste. Seid mir willkommen. Ja, wir haben letztes Mal ja die Königin gerettet. Sie ist wieder gesund. Juhu. In dem Fall mache ich das aber so wie immer. Ich wollte euch nur ganz kurz begrüßen in dem Jahr 1563. Entschuldigung. ich werde aber natürlich jetzt wieder ein bisschen weitermachen, ein bisschen weiter investieren und ja, wir sehen uns dann, sobald entweder Private Council oder ähnliches passiert oder eben wieder ja, ein großer Gewinn ansteht im Adventures Guild. Also bis dann. So, es ist mal wieder Private Council Zeit und ja, wir sind natürlich mit dabei. Wird in Wälde zusammentreten. Okay. Ja, könnt ihr euch wie gesagt immer gerne durchlesen. Ist wieder einiges passiert, 1563. Aber das war auch die Sitzung schon wieder. Ja, ich bin kurz zurück, denn wir haben, und ihr seht auch schon, wo ich bin, wir haben einen großen Gewinn gemacht mal wieder. 50.000 Pfund. Was für ein Gewinn. Wie gesagt, auch das Geld ist mittlerweile, ja, ich will nicht sagen, ich weiß nicht mehr wohin damit, aber ja, werde noch ein paar Schiffe kaufen und weiter investieren. Und ja, ich habe mittlerweile auch, das zeige ich auch kurz, ein zweites Lager gekauft. Es läuft ganz gut mit der Produktion hier. Und zwar, es ist kein großes Lager, aber immerhin. Ja, einfach, dass ich mehr Platz habe, um Waren aufzunehmen und ja, mehr zum Produzieren. Genau, das ist bisher passiert und wie gesagt, sollte was weiteres passieren, seid ihr natürlich mit dabei. So. Unser Schiff ist soweit. Und ich wollte euch natürlich die feierliche Taufe nicht ersparen. Ja, nachdem unser erstes, zweites Schiff ja leider untergegangen ist, habe ich wieder eine Holk gebaut. Ja, aber wie gesagt, wir nennen sie mal wieder Anti-Titanic 2 und hoffen, dass die mehr Glück hat. Wunderbar. So, ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder mit rein und kaufe mal in dieser Stadt, also hier in London, unter den Immobilien kann man ja Lagerhäuser kaufen und ich habe gedacht, ich kaufe einfach mal eins und zeige euch das auch mal. Hier kann man mal sehen, so welche Lagerhäuser es gerade im Angebot gibt. Gibt es einmal eins in gutem Zustand, das 13.400 Pfund kostet und 107 Kubikmeter Kapazität hat, oder ein renovierungsbedürftiges mit der Hälfte, oh, nicht ganz der Hälfte, an Kubikmeteranzahl, aber dafür auch fast um die Hälfte günstiger, ist natürlich die Frage, was es kostet, es zu renovieren. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen lieber das andere, das in gutem Zustand ist. Möchtet ihr das Lagerhaus kaufen? Preis 13.400 Pfund? Ja, bitte. Sehr schön. Und wie immer, wenn was passiert, nehme ich euch natürlich wieder mit rein. So, ein Jahr ist wieder vorbei und Private Council. Die Herren werden
werden gebeten, ihre Plätze einzunehmen. Der hohe Privy Council wird in Bälde zusammentreten. So, das ging jetzt aber wieder fix mit dem neuen Jahr. Aber ja, 1564. Oh, Michelangelo ist gestorben. 1564. Es geht weiter. Wir sind leider nicht wirklich aufgestiegen. Malta wurde von den Türken übrigens angegriffen. Sonst ist, glaube ich, nichts passiert, nein. Ja, damit war es das mit dem Jahr schon wieder. Aber ich zeige euch natürlich, was passiert ist, beziehungsweise, ja, was wir denn getan haben bisher. Die Produktion läuft ganz gut. Wir haben auch wieder einiges an Geld. Wir haben mittlerweile ein drittes Schiff. Ich habe die gerade alle reparieren lassen, deshalb habe ich im Moment keine Matrosen. Und zwar haben wir eine Fregatte. Ja, die war gar nicht billig, aber es hat sich gelohnt. Wir haben 4 Kapitäne mittlerweile. Einfach weil ich noch vorhabe, die Flotte ein bisschen auszuweiten. Und ich habe hier, wie ihr seht, die Bewaffnung etwas aufgestockt. An die jeweilige Maximalkapazität an Leuten, die am Schiffsdeck sind. ja, und die Maximal an Kanonen. Beziehungsweise hier unten geht noch was, aber ich habe da mal noch ein bisschen gewartet damit. Ja, wollte ich euch nur kurz zeigen, denn sonst ist nicht viel passiert dieses Jahr. Aber es kommt bestimmt demnächst noch was. Deshalb, ja, mache ich jetzt einfach weiter, bis was passiert. Captain? Lasst mich raten, ihr habt eine wichtige Nachricht für mich. Richtig geraten, Sir. Unsere Königin wünscht euch zu sehen, ungesäumt, wenn es recht ist. Könnt ihr mir kurz umreißen, um was es sich handelt? Verzeihung, Sir, aber das kann ich nicht. Ich bin nur ein einfacher Bote und kein Verkünder. Was darf ich Ihrer Majestät also ausrichten? Keine Panik, wir sind natürlich mit dabei. Sagt ihr, Ihr Wunsch sei mir Befehl. Ich eile. Wir sind hocherfreut, dass ihr euch so schnell bei uns eingefunden habt, Captain. Wir danken euch dafür. Wir haben euch dazu auserkoren, uns in einer eher delikaten Angelegenheit zu helfen. Verzeiht mir, meine Königin, aber ich verstehe nicht recht. Was meint ihr nur mit delikater Angelegenheit? Es ist nicht das, was ihr Männer gemeinhin unter delikaten Angelegenheiten versteht. Wir sind mit dem englischen Volk verheiratet und das möchte auch eine Weile noch so bleiben. Dieser delikate Auftrag hat nichts mit Herzensdingen zu tun. Mit derartigem würden wir einen Handelsfahrer, wie ihr es seid, gar nicht belästigen, sondern sie sind finanzieller Natur. Solche Probleme haben ja manchmal eher privaten Charakter.
Doch sagt uns zunächst, ob ihr bereit seid, uns zu helfen, bevor wir fortfahren. Selbstverständlich werde ich mich bemühen, euch zu helfen, Majestät. Wir haben nichts anderes von euch erwartet, Captain. So hört denn, worum es geht. Vielleicht könnt ihr euch es nicht vorstellen, aber auch gekrönte Häupter leiden zuweilen an pekuniären Engpässen. Der Unterhalt des Hofstaates oder die Ausrichtung von Staatsbanketten kosten Unsummen. Wir haben uns zuweilen damit geholfen, dass wir samt Hofstaat durch die Lande zogen und uns von den Adligen dieses Landes einladen oder verköstigen ließen. Doch in letzter Zeit mehrten sich unter unseren Edlen die faulen Ausflüchte. Die werte Frau Schwiegermutter leide an ansteckender Krankheit und was der fadenscheinigen Erklärungen mehr sein mögen. Nichts scheinen diese Herren mehr zu fürchten als unseren Besuch. Wir haben daher schon vor geraumer Zeit zu einem anderen Mittel gegriffen. Wir haben einen Bankier gebeten, uns kurzfristig mit dem Nötigsten auszuhelfen. Nun ist allerdings der Moment gekommen, wo der ausgestellte Wechsel fällig wird. Und es zeigt sich, dass keine Macht der Welt, auch die unsere, nicht ausreicht, um diesen Termin zu verschieben. Eine Prolongierung würde Unsummen kosten. Und diese können wir uns nicht leisten. Daher unsere Bitte, bringt diese Säcke Geldes zu einem Genueser Bankier mit Namen Di Saggio. Er weilt zurzeit in seiner Filiale zu Barcelona. Sucht ihn dort auf, gebt ihm die Säcke und bringt uns um Gottes Willen den gezeichneten Wechsel. Ich werde mein Möglichstes tun, Majestät. So, allerdings ist an dieser Stelle die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich muss es leider diesmal hier wieder abbrechen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da geht es natürlich an dieser Stelle weiter. Bis dann. Eine Lüde gab, eine kleine Mühle.